Meine erste ILA muss 1972 gewesen sein. Ich war damals noch kleines Kind und bin mit meinem Papa damals nach Hannover-Langenhagen gefahren, damals noch mit Straßenbahn und Bus, und habe meine erste ILA gesehen. Und das muss mich so begeistert haben, also ich habe seit 1972 dann keine ILA mehr verpasst. Für mich war eigentlich jede ILA aufregend. Ich habe die ILA ja in verschiedensten Rollen erlebt. Also ich war als Besucher da, als kleines Kind, als Schüler, als Student, später als Fachbesucher. Und natürlich ganz besonders interessant war für mich zu arbeiten auf der ILA als Standpersonal bei der MTU. An magischen Momenten fand ich immer Dinge zum ersten Mal, etwas Neues zu sehen. 1986 erinnere ich mich an einen Airbus A310, 1988 der vierte Prototyp vom Airbus A320, dann natürlich der Eurofighter, die ersten Jahre noch Static Display im Mockup, später in der Luft, 2004 die erste Serienmaschine in der Luft zu sehen. Und dann natürlich ganz besonders das größte Verkehrsflugzeug der Welt, 2006, der Airbus A380. Und dann hatte ich natürlich einen ganz persönlichen Moment auch auf der ILA. Ich habe 1988 dort ein Gespräch gehabt mit jemandem. Ich kam zu meiner Diplomarbeit bei der MTU 1989 und dann bin ich 1990 auch bei der MTU geblieben. So gesehen hat die ILA für mich also auch einen ganz besonderen Bezug als Start meiner beruflichen Karriere. Das war dann ganz schön bitter, als die ILA abgesagt wurde. Ich habe ja seit 1972 keine verpasst und ich wollte natürlich auch dieses Jahr wieder auf der ILA sein. Der 13. Mai, der war ganz fest eingeplant als Besucher auf der ILA. Aber gut, dann kam Corona, aber jetzt gibt es ja die ILA digital und das ist schon interessant, da mal durchzuschauen. Und so ein bisschen gibt es auch wieder die magischen Momente, die man sonst auf der ILA verspürt hat.